Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes möchte ich hier mal feststellen, dass es sich bei dieser Vorlage keinesfalls um geringfügige Änderungen handelt, wie es zu Beginn in der Begründung heißt. Für uns sind solche Intensivierungen und Verschärfungen von Grundrechtseingriffen nicht geringfügig und werden es auch niemals sein. Die Novellierung des ASOG wird die Berliner Polizei zu erheblichen Grundrechtseinschränkungen ermächtigen, Einschränkungen für jeden einzelnen Bürger dieser Stadt. Von der CDU ist ja nichts anderes zu erwarten, aber bei der SPD, spricht es schon Bande, dass sie dass sie das alles mittragen. In ihrer Partei fassen sie wohlfeile Beschlüsse, aber hier machen sie CDU-Politik. Und das bezeichnen sie auch noch vernünftige Politik, die sie hier mit der CDU gemeinsam machen. Das ist nicht verständlich. Sie können sich noch entscheiden. Wir stellen hier gemeinsam mit den Grünen und Piraten einen Änderungsantrag zur Abstimmung, der die schlimmsten Punkte streicht und sogar noch konstruktive Verbesserungen vorsieht. Fangen wir mal mit dem automatischen Kennzeichnungsscanning an. Dieses Gesetz wird es zukünftig gestatten, an Straßen jegliches Wissen und Wollen der Betroffenen sämtliche Kennzeichendaten zu erheben und mit anderen Daten zu vergleichen. Wie die Regelung dem Schutz vor der gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben dienen soll, ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch die Vorstellung, dass das Kfz-Scanning bei der Suche nach suizidgefährdeten Menschen helfen soll, ist einigermaßen sogar absurd. Auch, genau richtig, bis Sie einen Treffer verifiziert haben, ist das Fahrzeug im Stadtverkehr schon längst nicht mehr auffindbar. Wie Sie damit eine unmittelbar bevorstehende Straftat oder einen Suizid verhindern wollen, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, meine Damen und Herren. Und die Fakten sprechen für sich. Sie setzen das Instrument ja schon ohne Rechtsgrundlage ein, was schlimm genug ist, aber genutzt hat es bislang wenig. Wir haben in einer schriftlichen Anfrage gefragt, wie viele Einsätze es im Zeitraum von 2010 bis 2014 gab. 8-mal war die Antwort. Und in keinem Fall führte das Kfz-Scanning zur Verhinderung einer Straftat. Also, meine Damen und Herren, der tatsächliche Nutzen dieses Instruments ist mehr als fragwürdig. Aber der Preis, den wir alle mit der Datenerhebung zahlen, ist hoch. Die SPD-Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Fraktion verspricht übrigens in ihrem sogenannten innenpolitischen Programm vom letzten Jahr, eine Evaluation dieser Regelung wird gesetzlich festgeschrieben. Jetzt wollen Sie hier das Gegenteil beschließen, liebe Sozialdemokraten. Kommen wir nun zum Unterbindungsgewahrsam. Die Verlängerung der Freiheitsentzug auf maximal 4 Tage ist die schwerwiegendste Verschärfung in diesem Gesetzesentwurf. Und aus unserer Sicht in diesem Ausmaß völlig unnötig. Um die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Straftat zu verhindern, es ist in höchstem Maße unverhältnismäßig, eine Person 4 Tage der Freiheit berauben zu dürfen, ohne dass sie eine Straftat begangen haben muss, ja nicht einmal die Versuchsschwelle übertreten haben muss. Auch hier ist die Begründung dieses Grundrechtseinschnitts abenteuerlich. Der 1. Mai
Fußballspiele, Staatsbesuche oder Versammlungen werden angeführt. Welche 1. Mai dauerte 4 Tage? Welches Fußballspiel dauerte 4 Tage? Wollen Sie die Menschen wegsperren, wenn sie noch nicht einmal den Gedanken entwickelt haben, eine Straftat zu begehen, meine Damen und Herren? Ich muss gestehen, dass ich es außerordentlich witzig fand, dass sogar Kirchentage als Begründung herangezogen werden, wenn man sich dann aber vorstellt, dass davon dann tatsächlich Menschen betroffen sind, vergeht einem das Lachen wieder. Also, wir wollen das ersatzlos streichen und sind hier einer Meinung mit der Polizeivizepräsidentin Koppers. Auch sie hat gesagt, die Verlängerung des Unterbindungsgewahrsams ist nicht notwendig und dafür gibt es keinen Anlass. Deswegen zum nächsten Problem. Es ist ein weitgehend unbeschränkter Austausch von Beamten zwischen Berlin und anderen Staaten vorgesehen. Und die alleinige Entscheidung darüber soll bei der Senatsverwaltung für Inneres liegen. Wir lehnen das ab. Solch eine Entscheidung muss einem Parlamentsvorbehalt unterliegen. Denn solch bedeutungsvolle Entscheidungen bedürfen besonderer demokratischer Legitimation und Kontrolle. So ist es auch im Bund für die Bundespolizei geregelt und so sollte es auch bei uns hier sein. Außerdem müssen wir bei der Verwendung Schranken setzen, sonst wird es uferlos. Diese soll für polizeiliche, aber nicht für militärische Aufgaben möglich sein. Und es ist weder nötig noch angebracht, dass ausländische Kräfte in Berlin Schusswaffen gebrauchen dürfen. Meine Damen und Herren, noch ein letzter, aber gravierender Punkt. Was Geheimdienste für einen verheerenden Schaden anrichten können, wurde und wird noch immer durch die Aufarbeitung der NSU-Morde vor aller Welt vorgeführt. Und nun sieht der Entwurf des Senats vor, dass Daten von potenziellen Straftätern, aber auch von Zeugen, Hinweisgebern, Kontaktpersonen usw. an die Geheimdienste übermittelt werden dürfen. Dadurch könnte der Geheimdienst auch Daten erhalten, die sie auf legalem Wege hätten nicht erheben können. Es ist möglich, dass Daten jedweder Art von Personen, die objektiv nichts mit dem Tatgeschehen zu tun haben, an Geheimdienste übermittelt werden. Meine Damen und Herren, nicht nur der Datenschutzbeauftragte hat damit ein Problem. Sie weichen hier die Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten auf. Das kann nicht sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren nun die Gesetzesverschärfungen und Grundrechtseinschränkungen, die der Senat für geringfügig hält. Wir haben hier mit unserem Änderungsantrag einen bürgerrechtsfreundlichen Entwurf vorgelegt. Nun kann sich jede Fraktion entscheiden, auch Sie, liebe Sozialdemokratinnen und Demokraten, welchen Weg sie unterstützen will. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit.